Jetzt fahre ich hier so den Weg runter Richtung Großbiberau und da habe ich das auf der Straße eben liegen sehen. Das ist nicht das schöne Herz. Wow, das ist momentan. Jetzt stelle ich schnell aufheben. Das ist nicht nur der Megabild, sondern auch das Megamaterial neben dem Weg. Das geht immer wieder gleich los. Wie es nun mal so ist. Erst den Standfuß gebaut und dann den Riesen. Und 1, 2, 3 ganz geschwind nimmt er schon Gestalt an. Der Waldriese am Weg. Und fertig ist der super schöne Waldriese am Weg. Der sieht schön aus. Die Augenweide. Gucken die Leute schon, wenn sie vorbeifahren. Ah, hier geht es Richtung Mummenrot. Auch so ein ganz kleines Kaff im Odenwald. Ja, wer jetzt gedacht hat, ich habe jetzt irgendwas Falsches gesagt, nein, jetzt hast du schon so. Wie sieht es denn da hinten aus? Ach, der arme Franz. Ich habe schon gelesen, da unten geht es Richtung Otzberg, wenn man hier hochfährt. Naja. Eine Runde im Nahbereich. Kleine, feine. Wie sieht man das? Einige Abbaugebiete im Odenwald. Die alten Brücken noch. Und die alten Steinbrüche. Das ist mal wieder das Äppeljahr dieses Jahr. 2022. Bin ich totaler Äpfel. Ja, die sehen ja richtig lecker aus. Aber noch nicht reif. So bin ich auch noch nicht hochgefahren. Immer wieder was Neues, es gibt immer wieder neue Strecken im Odenwald. Das wird jetzt ganz schön steil anziehen. So viel ist sicher. Da sind wir schon die ersten Häuser von Mummenrot. Da fliegen halt die Bremsen um einen rum. Wenn der andere will, dass die einen stechen, dann kann man nur Folgendes machen. Man futtert jeden Morgen jede Menge gepresste Knoblauchzehen. Pur mit Butter aufs Brot. Da sind wir noch so ein paar Hardcore-Bremsen, die stechen dann trotzdem noch oder versuchen es. Die muss man abwehren, aber die anderen drehen gleich ab. Und da gibt es auch Äppel ohne Ende. In Mummenrot. Da steht's. So verschlafen Kaffee ist das hier. Aber schei. Ja, die Schmetterlinge am Schmetterlingsbaum. Ach, guck mal da. Mit Hirschen an der Hausmauer. Das ist doch was. Ja, da geht es jetzt erstmal etwas steiler hinauf. Kommen wir am Freischwimmbecken von Mummenrot vorbei. Der Feuerlöschteich. Da sind sie früher alle drin Bade gegangen. Das sieht man noch an der blauen Farbe. Also wirklich mal Schwimmbad. Da halte ich aber allerdings kein E ab. Das ist jetzt erstmal eine kleine Schieberei angesagt. Das packe ich nicht. Da stehe ich steil am Berg. Das kann ich schon sagen. Wow. Hier geht es wirklich brachial auf. Das knallt wirklich volle Kanne. Da kann man nichts sagen.
Wow! So, das ist der Benson Bösskopf. Auf alles. Der Bierbach. Im Drehde. Wo ich gestern lang gefahren bin. Vorne ist der Rossberg. Also, bei Rossdorf. Dran die Höhen vom Taunus, Rhein-Main-Gebiet. Ja, muss sagen, also das ist wirklich die Eselstrecke da auch von Mumbrot. Ohne E keine Chance. Schaut weiter da lang, das ist jetzt wieder zivil. Da bin ich natürlich jetzt gleich an dieser Strecke, wo ich früher mal entlang gelaufen bin. Gibt es ganz viele Nüsse im Wald in diesen Hohlen. Da vorne ist Oberklingen. Da kommt man weiter Richtung Hummetrot, Hasendrohn, Hasenrot. Da werde ich mal weiter hochfahren. Schöne Strecke. Genau das Richtige für so ein Fahrrad. An Fahrradfahrer erkrankten Menschen wie mich. Fahrradzucht, die Fahrradzucht. Ja, Waldkunst von den Bäumen selber. Ohne Zutun des Menschen. Wir haben die Leute früher gesiedelt, hier oben drauf. Ist auch bekannt. Da haben sie Holz zusammengesammelt und haben die Tiere auf diesen geraden Flächen gehütet. Und auch so alte Hütteflächen, deswegen sind die auch so ganz gerade. Wie im Wald noch was los war, vor 200 Jahren. Heute ist im Wald nichts mehr los. Vor 200 Jahren war hier richtig Leben im Wald. Man sieht es an der Rollierung, dass das hier vor 200 Jahren noch die richtigen Handelswege waren. Auch vor 500, 600 Jahren waren das die Höhenwege, wo die Leute auf diesen Handelsrouten im Odenwald unterwegs waren. Diesen hohen Straßen. Und hier gibt es rechts und links am Waldrand auch der im Wald. Ja, die zwei Schmetterlinge. Da sieht man sie noch, die ehemalige Wegerollierung. Gibt es Hügelgräber aus der Bronzezeit. Also selbst in prähistorischer Zeit, vor 5000 oder vor 8000 Jahren, sind hier schon Leute entlang gelaufen. So alt ist der Weg hier. Anspruchsvoll. Also ohne E auf jeden Fall anspruchsvoll. Kondition ist dann gefragt. Durchhaltevermögen. Aber wenn man mir so unterwegs ist, dann weiß man das ja, was da passiert. Für manche ist das die richtige Eselstour. Für mich ganz normal. Dass diese Rollierungen bis heute so erhalten sind, obwohl hier jedes Jahr LKWs mit Wagenladungen an Holz drüber fahren. Kommen die Fahrradfahrer. Da sieht man jetzt wieder die Abraumkurven. Da hat man wahrscheinlich Erz rausgebuddelt. Sieht da aus, weil die so tief hinuntergehen. Da handelt es meistens um sogenannte Pingen, sogenannte Erzlöcher. Die sind hier überall rechts und links zu finden im Wald. Ein historischer Wald ist das hier, wo man hier entlang kommt. Und einfach schön zu fahren, auch am Wochenende nicht so stark frequentiert. Und jetzt habe ich mit den Waldbremsen noch Glück. Die fliegen jetzt mal an mich dran und dann drehen sie mir sofort wieder ab. Also das Positive am Knoblauch ist, dass man selber nicht riecht. Muss ich mir wieder sagen. Und wenn man den Stunk in der Mitte,
dieses Grüngewächs in der Mitte beim Knoblauch rausschneidet, dann riecht es auch nicht so stark. So wird gemunkelt. Aber noch stark genug für die Bremsen. Das ist wieder so eine ganz gerade Fläche. Weil so gerade ist ein Wald niemals. Das sind ja alles Hütteflächen von damals. Da haben die Schweine zur Eichelmast hinaufgetrieben. Die waren das ganze Sommer über hier und haben sich den Bauch vollgefressen. An den Buchegen, weil Buche gibt es hier ganz viele. Da wird es jetzt wieder ein bisschen steiler. Was steht denn da auf dem Schild? Da steht HÖ für höchst im Odenwald. Und ich habe mir so eine ganz andere Fahrtechnik angewöhnt. Im Laufe der Jahre stehe ich nicht mehr auf. Ich bleibe die ganze Zeit sitzen, wenn ich da hochfahre. Auch so steile Wege. Weil im Stehen verbrauchst du nur Energie. Dann setzt dich lieber vorne auf die Sattelspitze und trittst so rein. Das ist viel unstrapaziöser, als wenn wir da auf dem Fahrrad stehend, auf den Pedalen stehend, nach oben dreht. Ist auch besser für die Lage von den Pedalen und den Kurbeln, wenn man dann mit Manngewicht draufsteht. Kommt drauf an, wie schwer hier der ist. Da hat sich gerade schon wieder eine Bremse auf meinen Arm verirrt, aber gleich bisschen runter, es ist richtig Putzebäume starre, nur um da wieder wegzukommen. Ja, drei Knoblauchzähne gepresst, hinterlassen Spuren. Und hier neben drin gibt es wieder Hügelgräber. Und es ist immer so, irgendwann ist man mal hochgestrampelt. Jetzt geht es wieder ein bisschen geradeaus, geht es wieder ein bisschen runter, dann geht es wieder hoch. Das ist typisch Odenwald. Alles was runter geht, der will hinauf. In dem ist wieder ein Hügelgrab, so ein ganz unscheinbares. Man hat die Wege damals so angelegt. Dann hier der Hügelgräber, weil die Hügelgräber praktisch Wegemarkierungen waren. Für die Menschen von damals. Und wie das ein Hund oder ein Reh. Also bitte. Also eher ein Hund. So, jetzt steht ich wieder hinauf. Was ich schon gesagt habe, alte Grenzsteine. Dann doch nur ein Hund, ein ganz Junge. Und da sieht man die alten Fahrgleise von früher, also die alten Hohlwege, noch angedeutet. Gehen wir dann so in der Ruhe vorbei. An der Elisabethenruhe. Und da sieht man es, geht es wieder noch steiler hinauf. Ja, das ist wahrscheinlich eines der letzten Anstiege, so wie ich mich dunkel erinnern kann. Da ist ja wieder beide hinterm, denke ich. So, dann bin ich auch da wieder oben. Dann sieht man wieder die Zwieselbäume, wo die Äste so komisch wachsen. Man sieht es ja, die sind so schwarz, so schwärzlich aus. Die heben sich schon ein bisschen ab von den anderen Bäumen. Da wachsen die Äste mehr nach unten als nach oben. Na ja, geht ein bisschen runter. Wer es so kennt. Wunderschön, also für Wald.
ich total gerne lang. Vor allem sehe ich schon einen Wald dran. Ja, jede Menge Brennnessel. Blutreinigend, der Tee. Und gut für Insekten im Garten, also irgendwelche Schädlinge. Nach einer Brennnesselsud brauchen wir keine Chemie. Ja, da vorne sind wir schon den Waldrand. Durchschimmern. Polde, die Polde, der Weg. Sieht man die Wasserbäume. Die haben so ganz sonderbare Stämme. So, da kommen wir jetzt ins römische Hinterland. Es gibt ja ganz viele Hinterlassenschaften von den Römern, aber auch aus der Steinzeit, aus dem Mittelalter, aus fränkischer Zeit. Also zu allen Zeitepochen waren hier Leute. Ich will ja nochmal auf die Hasselburg fahren. Da war ich ja schon ewig nicht mehr. Kann man nochmal machen. Da muss man aber da entlang. Das ist doch wie so ein Kino, wenn man da rauskommt. Das ist so ein Wald. Dann hat man diese Weide hier. Und da oben, wo die Windräder sind, das ist der alte Odenwald-Demes. Das Kastell Hainhaus ist da oben. Das hat man aber nicht lange halten können. Die Römer haben das keine 20 Jahre gehalten. Dann haben sie den Limes vorgesetzt, hin zum nassen Limes an die Mainlinie. Weil da oben haben die keine Chance gehabt. Sind immer wieder überfallen worden, ausgebrannt worden, ausgeräubert, die Leute umgebracht worden. Deswegen sind die dann an den Main vorgerückt. Wenn man dann hier vorne so rumschwenkt, dann sieht man hier vorne so einen Berg. Der Berg da, das ist der Gräberg. Da hat noch der Graf von Erbach oben sein Schloss oben drauf. Da, wo man diese Lücke sieht. Und da war auch mal ein römisches Kastell, beziehungsweise ein Meldepunkt. Da muss eine Signalstation früher bei den Römern drauf gewesen sein. Und den Berg da, diesen Gräberg, den haben die Römer immer von Ferne gesehen. Wenn da so Gefahr droht hat, dann haben die bestimmt da oben Feuer gemacht oder haben Lichtsignale gegeben. Jetzt kommen sie, die Alemannen, um euch zu vertreiben, ihr römischen Besatzer. Ja, so muss das ungefähr gewesen sein. Da vorne ist Hummetrot und die Villa Hasselburg. Da fahren wir jetzt gerade noch mal hin. Da haben wir so ein Stück römische Straße entlang, da komme ich da vorne durch das Kaff durch. Der Himmel sieht regnerisch aus. Naja, es soll ja nicht regnen. Und hier gibt es auch noch so eine andere Bewandtnis, das wissen nur die wenigsten Leute. Die hat man ja früher Gneis abgebaut. Die hat man also Schächte in die Erde reingetrieben zum Gneisabbau. Auch unterirdisch. Und das ist hier schon passiert, auf diesen Ecken, speziell hier vorne auf dem Acker da, dass da ein Bauer mit seinem Traktor drüber gefahren ist. Und auf einmal hat es gemacht, schwupps, und da hat der Hänger von der Deichsel zum Glück hinten abgerissen und hat, was haben sie gesagt, ich glaube 3 Meter oder 4 Meter tiefer gestanden in so einem Loch. Und mein hat den Bauer mit dem Traktor auch noch verrissen. Das hat was damit zu tun, dass es da unten drunter irgendwelche Stollen gibt, die vom Wasser ausgespült sind. Und dann entstehen immer wieder Mulden in den Ecken. Das hat schon ganz, ganz lange nicht mehr vorgekommen. Also zu Zeiten der Flurbereinigung soll das passiert sein, in den 50ern. Ich glaube, in den 70ern soll es auch nochmal passiert sein. Also bewegte Gegend hier, im wahrsten Sinn des Wortes. Also heute ist das Land mal super zu sehen. Und auch der Gräberg ist mal super zu sehen. Das ist halt ganz selten, dass man den mal so super sieht. Kann man noch mal erkennen. Wir haben natürlich da vom Gräberg auch die andere Seite gesehen, den nassen Limes, also den Main. Und auf der anderen Seite ist ja der bayerische Untermain, die bayerische Untermainregion. Also praktisch Miltenberg, Kleinheubach, Großheubach. Das ist da auf der anderen Seite.
Dann fahren wir da die Richtung mal runter. Hier kann man die nochmal live sehen, die römische Straße. Also die Straße, die von den Römern benutzt wurde. Das ist die hohe Straße praktisch schon hier oben. Ich finde es immer wieder interessant, dass es Stellen gibt von den Römern, sondern von dieser hohen Straße, den römischen hohen Straßen, die noch super sichtbar sind. Und andere Stellen sind überhaupt nicht mehr sichtbar, weil man gar nicht mehr, dass die Römer da waren. Aber hier oben, zwischen Hummeltrot und Hasenroth, beziehungsweise zwischen Hummeltrot und Brenzbach, bei Hunderzos kommt man ja nach Brenzbach, Böllstein, die Richtung, kann man die hohe Straße, also hier auf dem Stück kann man die hohe Straße super noch sehen. Der Erhaltungszustand, der sucht seinesgleichen. Deutsche Straßen gibt es noch nicht mehr an der Saalburg, in diesem Erhaltungszustand. Ich sag, Groß-Biberau gibt es ja sowas auch nochmal. Das haben wir in meinen Videos auch schon gesehen. Der Übergang war an die Hessische Bergstraße, wo die da übergesetzt sind. Also super deutlich erkennbar. Eine römische Straße in dem Erhaltungszustand. Die sucht man andernorts vergebens. Ein Stück Zeitgeschichte. Super erhalten. Langgelatscht mit ihren Sandalen und barfuß mit ihren noch nicht luftbereiften Karren. Ja, hier muss was los gewesen sein. Was ein Krach. Unglaublich. Und was ein Gezappel auf der Gasse hier. Das sieht schon aus wie so richtig fett Gewitterwölkchen. Da hinten führt uns gleich unser Weg hin. Und da vorne, das ist der höchste Klosterfonds, so nennt sich das. Und da ist oben im Wald gibt es Fundamente, wo auch kein Mensch weiß, was das für Fundamente sind. Und da drüben ist irgendwo die Burg Breuberg, auch römische Signalstation. Und hinten dran erkennt man die Spessarthöhen. Also praktisch der spätere Limes, der nasse Limes. Ja, die Römer haben schon immer Sichtkontakt gebraucht, das war wichtig, überall. Sonst hätten sie sich da nicht niedergelassen. Da gerade raus, voraus, ist jetzt die Villa Hasselburg. Es gibt auch ganz viele Theorien, was das gewesen ist. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich eine Tempelanlage war. Da ist auch nachts mächtig was los. Da kann man die Schwingung buchstäblich sehen. Da waren ja die Römer praktisch schon fast wieder weg, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Das neue Gebäude, was man hingebaut hat, und das meiste von dem, was die Villa Hasselburg zu bieten hat, ist eigentlich da noch unter der Fläche unten drunter. Wir haben den Bauern mal die Wiesen gepflügt, aus Versehen. Da ist ja ganz viel rausgekommen. Da ist im See. Ja, da ist wieder Hasselburg, ist wirklich da, noch in der Erde. Da sieht man so einen Bebauungsplan, wie das wohl mal ausgesehen hat hier. Und dann früher, die alten Leute haben das früher gebaut, dass die Villa entdeckt haben. Das ist ja die römische Wasserleitung, das Modell einer römischen Wasserleitung. Schon die Kelle, da der Tempel. Ich habe immer, wenn ich hierher komme, so ein Kribbeln in den Füßen. Ich spüre mir was, dass hier eine Schwingung ist. Die Römer haben auch die Sachen immer dahin gebaut, wo es wohl Schwingung gab. Mit der Wünschelrute entlang, dass es im richtigen Gebiet ist, wo sie da ihre Hütten hingebaut haben, dass ihre Villen. Das war wohl hier auch nicht anders. Da sind wir mit die römische Fußbodenheizung angelegt war. Es gab ja auch Wandheizung mit. Nicht nur die Fußbodenheizung, sondern die Wände. Und die Fußböden der Römer waren immer warm. Das hat die Menschen von damals bestimmt sehr beeindruckt. Immer wenn die in römische Behausungen gekommen sind, dass der Boden dann warm war, besonders im Winter. Das hat natürlich eine Unmasse an Holz gekostet. Das mal anzuwärmen, bis es mal warm war.
euch gerade vorstellen, das hat schon einen Wald alleine gekostet. Also es war schon eine ganz schöne Ressourcenverschwendung damals. Hier muss was ganz Wichtiges drin gewesen sein in dem Raum. Man erkennt es noch an diesen Riegeln. Hier waren die Riegel drin, dass man nicht so ohne weiteres hier reingekommen ist. In den Raum hier. Das muss also was ganz Wichtiges gewesen sein, was hier in diesem Raum drin war. Kanal, das haben wir alles früher mal besser gesehen. Es ist halt nicht mehr so super schön, wie es mal war. Dafür habe ich jetzt schon Hütchen vor dir gebaut. Da hat der Unrat von den Schweinen auf zwei Beinen. Da muss ich auch schon immer lachen, das ist natürlich kein Abort, also kein Klo der Römer, das ist natürlich ein Klo aus dem Mittelalter. Das haben sie irgendwo aus der Burg rausgemacht, haben sie halt so hingetrapiert. Auch der Boden ist kein römischer Boden. Die Badewanne dagegen schon eher. Weil die Römer die Badefetischisten waren. Schon eher der Whirlpool, nur ohne Luftsprudelbad. Das heißt, mit der Toilette könnte ich schon wieder Fatsch fallen. Unglaublich. Da sieht man die Wandheizung, wie das gewesen ist. Deswegen waren die Wände auch warm. Bisschen warm sind sie noch von der Sonne. Da denkt man, oh, die Römer waren da. Da das Erdreich arbeitet, man sieht's. So sieht es aus, die Villa Haselburg. Der spirituellste Ort dieser Villa Haselburg ist da vorne, wo die Säule ist. Man erkennt ja an den Mauern da hinten, dass das Areal, wo die Villa sich befindet, wesentlich größer ist. Hier ist irgendwas, was man nicht greifen kann. Du kannst es nicht greifen, aber es ist doch da. Und Menschen, die sehr, sehr sensibel sind, die können das auch spüren, dass hier was ist, was nicht greifbar ist. Ich habe damals die Römerhochzeit hier oben fotografiert, beziehungsweise gefilmt, wie der Mann hier, die Römerin, die er vor Jahren geedelt hat, nochmal hier geheiratet hat, so eine Showhochzeit während des Haselburgfestes. Und da war es, das war hier vorne, wo diese Jupiter-Gigantensäule ist. Das, was man da sieht, das Stückchen von dieser Säule. Und ja, ich war hier bei dieser Säule mit dieser Hochzeit. Und da haben die Leute unter so einer Plane gestanden, also beziehungsweise gab es vier Männer. Die haben diese Standarten getragen und oben war so ein Tuch drauf. Und auf einmal kam von unten, das war ein windstiller Tag, es hat überhaupt keinen Wind gegeben, aber auf einmal kam von unten eine Böe und die hat den Männern, die die vier Standarten in der Hand gehabt haben, mit dem Tuch oben drauf, fast die Standarten aus der Hand rausgerissen. Wie der Priester mit seinem Räucherzeug das Brautpaar abgeräuchert hat. Und dazu irgendwelche Verse gemurmelt hat. Und da ist das passiert. Mit dem Wind und mit diesem Banner. Und das hat jeder mitgekriegt. Da sind Leute zurück hier. Manche haben da auch dieses Eck da verlassen, weil sie Angst gekriegt haben. Und da war was. Wieder sowas, was man nicht greifen konnte. Aber was doch da gewesen ist. Was nicht Greifbares, was doch hier ist. Und das ist das, was man hier an diesem Ort ganz deutlich spürt. Wenn ich das so auf meinen Filmen erzähle, kann man mich ruhig auslachen. Aber hier an dem Ort gibt es was ganz Besonderes. Und deswegen hat man diese Villa hierher gebaut. Es ist also keine Villa eines reichen Römers, wie oft hier gesagt wird bei den Führungen. Das ist was anderes. Ich schätze, dass es ein Heiligtum ist. Für irgendwelche Zeremonien. Irgendwelche Zeremonien hat man hier gemacht. Da aber das meiste noch unter der Erde drin ist,
weiß man gar nicht, was hier noch alles ist. Vielleicht graben sie es eines Tages mal richtig aus, wenn sie mal das Geld haben. Aber da ja die Denkmalpflege immer chronisch pleite ist, wird es wahrscheinlich niemals etwas werden. Vielleicht entwickeln sich auch in den Laufe der Jahre noch ganz andere Methoden und man kann es sichtbar machen, was hier noch im Untergrund schlummert. Jedenfalls ist da oben der Odenwald-Demis und den haben die Leute hier auch gesehen. Wie auch den Krähberg, der ist da hinter den Bäumen. Ein schöner Ort mit einem schönen Stück Zeitgeschichte. Die Villa Hasselburg. Und da ist noch was, was nicht so super schön ist, dieser Vandalismus. Dass die Leute immer alles kaputt machen müssen. Mit Gewalt haben sie die Steine rausgetreten. Warum auch immer. Warum macht man sowas? Was hat das für einen Sinn? Versteht es nicht. Es hält nicht mehr. Ja. Na gut, für einen Moment. Wird wieder zusammenkrachen. Genau so ist es. Schade. Das ist auch heute noch für viele andere Leute ein spiritueller Ort. Deswegen steht da immer Kerzen. Da sind manchmal Blumengebinde drauf abgelegt. Jupiter-Heiligentum, genau. Die Jupiter-Gigantensohle. Da sieht man so, wie die mal ausgesehen hat. Und das spürt man, es geht durch den ganzen Körper durch, wenn man hier ist. Was man nicht greifen kann und trotzdem da ist. Und da sieht man immer die ganzen Gaben. Das hat schon was, die Säule und der Ort. Kann man dann drum rumlaufen. Am besten in diese Richtung, wie ich rumlaufe. Also nicht mit dem Uhrzeigersinn, sondern entgegen des Uhrzeigersinns. Zum Leben hin. Und kann das mal auf sich wirken lassen. Was man hier fühlt, wenn man hier entlang läuft. Bewusst nach oben. Das hat etwas mit der Raumschwingung zu tun. Mit der Erdschwingung, wo die Säule steht, und mit der Raumschwingung, die die Erdstrahlung abstrahlt. Die Erdschwingung. Ich kann es immer wieder sagen, es gibt keine Garantien dafür, dass man sowas spürt. Das ist wie mit den Kreisen, die ich baue, die Energiekreise. Gibt es Leute, die spüren es und andere Leute spüren es nicht. Manche Leute, die bilden mehrmals die Woche in solche Kreise, die ich da baue. Und dann sagen, komisch, was spürt man da? Und so ist das hier genauso. Das ist halt ein Ort, der vor 2000 Jahren schon so genutzt wurde. Ort der Ruhe. Ich werde immer ganz ruhig, wenn ich hier bin. Vielleicht war das auch damals zu viel für den Ort, wie hier der Römer mit der Römerin, also mit seiner Ehefrau, hier nochmal geheiratet hat. Das war ungefähr hier, da wo ich jetzt mit der Kamera hindeute, wo das passiert ist. Wo das Banner nach oben gegangen ist, die vier Jungs, die festgehalten haben, die Stöcke festgehalten haben, die werden fast mit dem Banner abgehoben von der Erde. Hat jeder gesehen. Das war schon mal was. Und das Tuch von unten nach oben in den Himmel gepresst wird. Unglaublich. An einem fast windstillen Tag. Das sind so Dinge, die man nicht erklären kann. Der Ton für die Straßenlandung.
Das ist ja putzig. Da ist die Sehne nämlich nochmal abgebildet. Da sieht man das nochmal. Mit diesem Tuch, das da in die Höhe gegangen ist, in der Jupiter-Gigantensäule. Die Römer, die da geheiratet haben, er und seine Frau. Ja, das war ein schönes Fest. Und da hinten sieht man dann die schöne Burg Breuberg. Und das war auch mal eine römische Signalstation. Hat da oben auch Steinbeile gefunden, also in prähistorischer Zeit war das schon ein frequentierter Ort. Und heute ist sie so schön, weil die so schön freigeschnitten wurde. Vor ein paar Jahren hat man die gar nicht mehr gesehen. Die Burg Breuberg. Auch immer wieder eine Reise wert. Wunderschön gelegen und eine schöne Geschichte. Am Tor mit dem Breilecker. Alles sieht man von hier oben. Römisches Land. Und da, wo man den Mast sieht, das ist Bürgermeister Verstheim und obendrauf vermutet man auch etwas Keltisches. Da ist irgendwie die keltische Fliehburg oben drin im Wald. Die Geschichte hängt immer zusammen, immer zusammenhängend. Kelten, Römer, Eisenzeit. Der schöne Odenwald eben. Guck mal, am Hummetrot denk mal vorbei. Das sieht toll aus. Eine tolle künstlerische Arbeit. Die Hummetrotkugel. Das ist auch immer eine Eselstrecke, hier hochzufahren. Geht es Richtung Hasseroth und dann Richtung Otzberg-Herrig. Da vorne über Schiebilder, ist ganz schön schwarz. Muss ich sagen. Ah. Sieht gerade aus wie eine Riesentusche. Ja, schon ein bisschen dunkel. So eine Sache. So, jetzt ist gleich Start hinunter Richtung Herring. Das ist hier die Totenhecke. Das war hier früher mal ein fränkisches Gräberfeld, wer weiß. Weil die Begrifflichkeit Totenhecke könnte was damit zu tun haben. Gleich geht's bergab. Meine Reifen brauche ich nicht mehr, da ist ja natürlich naheliegend, wo tue ich sie hin? Ich tue sie natürlich in den Wald. Der Wald kann mit den Reifen so viel anfangen. Ah, nass. Klopp. Idioten. Einfach Idioten. Ach Gott, das gibt's überhaupt nicht. Das finde ich so scheiße an den Autofahrern. Kann sie jetzt auf Fahrrad mitnehmen. Aber vielleicht steht sie ja schon an ihrem anderen. Hat eine Bahn, nimmt sie mit. So ein Mist. Und da unten ist das einzige Hügelgrab aus der Bronzezeit hier in der Gegend. Und man sieht, die Bronzezeit war überall, wie die Römer. Hat auch so was mit Zivilcourage zu tun. Das ist ganz einfaches Wort, Zivilcourage. Dann nimmt man die mal und bringt die mal aus dem Wald raus und legt sie da vorne an die Straße, damit vielleicht einer von der Stadt vorbeikommt, die sieht und mitnimmt. Weil da im Wald, da bleibt, könnte sie nicht liegen bleiben. So, jetzt kann man die gut erkennen, kann sie irgendeiner mitnehmen. So, dann kommen wir wieder am Otzberg raus. Guck wie der Drucker. Das findet dann die Metz. Das wäre nur kurz.
vom Westen noch was. Ich sehe es gerade an Wolken, kommt ihr her. Das war ein toller Trip heute. Wow! Es hat Höhenmeter, Kilometer nicht so weit. Bin ich jetzt nach Umstadt. Fahrt der Krankenhaus, Wetterhaus. Ich bin schon in der Nähe vom Rheinerwaldhaus. Ich habe Glück mit Wetter. So, da habe ich doch mal Glück gehabt. Es zieht im Zeitlupentempo hierher. Bin schon wieder arm. War eine schöne Tour. Knapp 38 Kilometer habe ich auf der Uhr jetzt. Mummenrot. Hummetrot. Mit der Haselburg. Hasenrot, Otzberg, Hering, der taucht gleich da hinten wieder auf, der Otzberg, und dann bitte hierher zurück, da sieht man es bitte. Da kann man vollkommen aufs Lenker kennen. Super gepasst, genau richtig getimt, da hinten ist der Otzberg, da war ich eben gerade. Mega Tour! Fahrradfahren ist doch das Beste. Jetzt will ich wieder sagen, nicht fliegen, Fahrradfahren.